Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben die Nacht hier in diesem tollen Zimmer verbracht. Zusammen. Ja, haben uns hier zusammen in dieses Bettchen gekuschelt. Sind jetzt aber auch schon aufgestanden, geduscht, gefrühstückt. Und ja, eigentlich können wir jetzt loslegen, oder? Absolut. Dann lass uns loslegen. Krass, wie viele Busse es hier gibt. Wirklich, alle 5 Meter hier steht ein Bus. Sowas haben wir noch nie gesehen. Und ich glaube, ich verstehe jetzt auch langsam mal, warum in London die Busse doppelstöckig sind. Also warum die 2 Stockwerke haben. Weil ich glaube, wenn die alle nur 1 Stockwerk hätten, wäre es hier noch viel voller mit Bussen, als es jetzt schon ist. Damit man die ganze Transportation von den Leuten überhaupt bewerkstelligen kann. Und deswegen brauchen die 2 Stockwerke, damit es überhaupt ansatzweise funktioniert. Und es funktioniert ja jetzt schon nicht so wirklich, weil schon mal da ist ein Bus, dahinter ist noch ein zweiter Bus und dahinter ist noch ein Bus und noch ein Bus. Seht ihr das? Alles voll mit Bussen. London ist schon eine ganz schön volle Stadt. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Philipp wieder eingesammelt. Pow! Und wir haben noch was anderes Wichtiges vergessen. Und zwar, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt. Ah. Erzähl mal, wer bist du? Ja, ich bin Marzio, ich komme aus der Schweiz und ja, ich habe dich gestern kennengelernt und ja. Genau. Ja, wir haben bei ihm gepennt, beziehungsweise bei seiner Gastfamilie und haben dort ein nettes Zimmer bekommen. Das war sehr schön. Das hat uns sehr gefreut. Und was sagen wir jetzt? Wir wollten jetzt Richtung Tower Bridge fahren, ne? Genau. Wir können uns noch ein Fahrrad finden. Ah, genau. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal ein Fahrrad für dich und dann fahren wir zur Tower Bridge. Also Leute, ich glaube, wir haben es gefunden, oder? Da ist sie! Die Tower Bridge! Yeah! Sehen Sie hier einen Selfie-Stick in the wild. Da ist eine Gruppe von 3 Leuten unterwegs. Und anstatt von sich gegenseitig die Bilder zu machen, benutzen die ihren Selfie-Stick. Naja, jedem das seine. Zeig mal deinen Timelapse her. So. Ja, muss das mal abspielen. Yeah. Guter Shot. Also Leute, wir haben es jetzt geschafft zur Tower Bridge.
da hinten ist das Ding. Sieht ganz schön cool aus, nur leider ist nicht so viel Wasser heute in der Themse. Hier hinter mir macht der Philipp auch komische Selfie-Fotos. Und ja, gibt's für der Tower Bridge irgendwas zu sagen? Willst du was dazu sagen? Kennst du gespannte Fakten, in welchem Jahr wurde das erbaut? Nö. Ich hab doch keinen Plan. Philipp, weißt du was? Was bist du denn für ein Londoner, Alter? Ja, keine Ahnung, ey. Gar keiner. Das hat so ein Museum unten. Da kannst du sehen, wie die Motor von dieser Brücke funktioniert und dass alles hochgeht. Aber, ja. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir hier mal noch so ein bisschen rum. Gucken, was wir hier noch so zu sehen. Und dann suchen wir mal noch einen Supermarkt auf. Denn ich will noch ein paar Einkäufe machen mit super... mit super britischen Dingen, die ich meinen lieben Menschen, die ich gern habe, mitbringen möchte. Falls es noch irgendjemand juckt, hier links von der Tower Bridge ist übrigens auch der Tower und dort sind, wenn mich nicht alles täuscht, die Kronjuwelen drin. Ist das richtig? Ja, ich meine auch. Da sind die Kronjuwelen drin. Das heißt, wenn ihr schnell reich werden wollt oder schnell sterben wollt, könnt ihr mal versuchen, da einzubrechen. Schnell sterben. Das hier ist übrigens die Redneck-Version von meinem Setup, denn wie ihr wahrscheinlich dann in Philips Vlogs sehen könnt, habe ich mir meine Legia an mein Skateboard vorne dran getaped. Und er hat das hier mit seinem Joby Gorilla Pod gemacht. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das hält. Fahr mal los. Come on, Apple. Gut, Leute überfahren. Leute überfahren kann man natürlich trotzdem. Und wie gut genau hat das jetzt funktioniert? So gar nicht. Ich hab sogar ein bisschen geschrottet. Oh, und Leute nein. Umgefahren. Alles ist so schlimm, das macht nichts. Yes. Tori Kelly. Trey. It feels like springtime sunshine on my window. My heart is dipping and beating a different tempo. She's so dope, I don't need no endo. We so drawn together with no pencils. What is this feeling I'm feeling? I don't get it. I'm kinda nervous, but baby, I'm so ready. They tried to bring us down, but no, we won't let it. And if haters talking shit, then say fuck them and forget it. It's you and me, just grooving to the beat. So fluently, even my crew can see that I never ever felt this so new to me. So I'm clinging to your waist like that Louis V. It's like a scene that's so cliche. So meant to be, it's the only way. So say goodbye to them lonely days. Now we on cloud nine, let's float away. Too good to be true, like she's a mirage. When she walks by, people freeze and applaud. Atheists see her vibe and believe in God. Yeah, one kiss is like crack to me, like a trip to the Shake Shack Factory. Tower Bridge! Aber um mal eine ganz wichtige Frage zu klären, sag mal, heißt die Tower Bridge Tower Bridge, weil sie Tower drin hat? Oder heißt die Tower Bridge, weil sie beim Tower ist? Ich glaube, weil sie bei London Tower ist, aber. Ja? Aber das sind doch auch Towers, oder nicht? Ja. Vielleicht beides. Wer dann weiß es. Eine Sache, die an London voll krass ist, ist, dass London super, super teuer ist. Das ist mir in den letzten Tagen voll krass aufgefallen. Essen kostet viel, Hotels kosten viel, Mietpreise ist absolut absurd. Und ich glaube, die allerreichsten Leute von London, die gibt's hier. Beim Yachthafen. Guck dich das mal an. Themse-Saison entscheidet für Yacht. Ich würde mir, also wenn ich Geld hätte, würde ich mir für die Themse so eine Yacht kaufen. Sag mal, Philipp, welches Boot hier ist das coolste? Ja, Victoria natürlich, ne? Victoria! Das Boot heißt jetzt ernsthaft Victoria? Ich schwör's dir. Leute, es ist so White Bay heißt es. Victoria White Bay, okay. Aber ich denke, der Ort, wo es immer ist, Ronny. Okay, dann heißt es doch Victoria. Leute, hier in London heißt alles Victoria. Es gibt hier nichts, was nicht auch Victoria heißt. Es gibt eine Victoria Train Station, es gibt eine Victoria Coach Station. Es gibt irgendwie ein Victoria Plumsklo, ein Victoria Place, ein Victoria Market. Alles von Victoria. Alter. Also Victoria, du hast ziemlich gute Arbeit geleistet, dass die Leute dich im Gedächtnis behalten. Welcome to Tesco Metro Monument.
und dem lieben Valentin soll ich noch ein bisschen Lemon Curd mitbringen. Was hier irgendwo in dem Regal sein muss. Was? War weit? Lemon Curd. Hier. Lemon Curd. Ist das die einzige Marke, die es gibt? Oder gibt es ja auch noch eine coolere? Florida Orange Curd. Lemon Curd. Das sieht cool aus. Tesco Finest. Hier, Valentin, nur für dich. Lemon Curd. Eine Sache, die auch sehr interessant ist, hier in diesem, in dieser Supermarktkette hier, gibt es keine Kassen, sondern nur diese Selbstbedienungsdinger. Es gibt zwar auch eine Kasse, wo man bar bezahlen kann bei der Frau, aber ansonsten gibt es hier nicht diese normalen typischen Laufbänder, Kassenbänder, wo das dann so durchläuft. Das gibt's einfach hier nicht. Total krass. Tee für meine Schwester, Lemon Curd für den Valentin und Blaubeeren nur für mich. Store gemacht, und zwar zu dem, in dem wir gestern nicht waren, denn es gibt hier in London einen ziemlich schönen Apple Store, der so richtig geil in ein altes Gebäude eingelassen ist. Und ich würde sagen, wir sind angekommen. Da ist das Ding. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie es da drin so aussieht. Und wie erwartet, es sieht absolut grandios aus. Ah, ich finde das so geil, wie Apple bei ganz vielen ihrer Stores alte Architektur mit moderner Architektur vereint. Wir haben hier dieses alte Gemäuer in diesem alten Gebäude und die haben es einfach so gelassen. Die haben es nicht verputzt, die haben da nicht irgendwie da eine Betonwand davor gemacht. Nein, die haben das Haus so stehen lassen, einfach noch ein Glasdach reingemacht, damit man hier richtig, richtig, richtig viel Licht bekommt. Und dann ansonsten hier überall die Produkttische. Und ich finde, das sieht absolut grandios aus. Dann da noch eine schöne Glastreppe in die Ecke, die natürlich auch nicht fehlen darf beim Apple Store. Und dann hat man hier wirklich einen sehr, 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 sehr schönen Store gemacht. Und ich finde, es hat nicht mal wirklich was damit zu tun, dass jetzt hier Macs rumstehen oder so, sondern ich finde, auch wenn die hier Äpfel und Birnen verkaufen würden, okay, Äpfel ist jetzt natürlich lustig gewählt, aber auch wenn die hier Schuhe verkaufen würden oder was, ich fände es einfach geil, einfach weil die Architektur hier so geil ist. Ja, wir müssen uns jetzt hier leider verabschieden, denn der Fahrrad ist nicht mehr da. Ja. Ja, und wir fahren nämlich jetzt zur Busstation und deswegen... Ciao. Gute Zeit. War cool auf jeden Fall. Cheerio, Miss Sophie. Ja, und wir fahren dann jetzt mal weg. Ja. Ciao. Ciao. Hui. Busstation erreicht und das heißt, es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Da hinten steht unser Bus, der zum Flughafen fährt. Irgendwo da hinten steht der Bus, mit dem Philipp gleich nach Hause fahren muss. Und deswegen trennen sich jetzt unsere Wege. Aber ich würde sagen, war auf jeden Fall unfassbar geil. Hat mega Bock gemacht. Und ja, wir müssen das wieder einpacken. Wir müssen das sowas von wiederholen. Ja, 100%. Vielleicht auch mal woanders. Ja, irgendwie sowas. Ich bin für alles dran. Wir machen alles. Weltreise! Yeah! Letzte Zeit bin ich allein. 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 Letzte Zeit bin ich allein.
cruising down the road with my missus. Foes, then I go and grab the dome when she getting out. Check her out. You can tell she thick from a silhouette in a dress, hugging on her body like a pillow pack. Gorgeous. Only thing lower than the horses is my heightness. Got a swag like King George VI with no hesitation. My clothes to show for those spectating. Don't know where you've been, then you ain't going places. I go with the globe hat, soul, and I stay in and bring it back to you. Only people is the crew. Trapping the dimes, phone tag with your mom's coward. They don't understand my style. They tell me that I'm stuck in the past. There ain't nothing wrong with the now. I just want that old thing back. We some fly young gentlemen. Fly young, fly young. I'm a fly young gentleman. Fly young, fly young. We some fly young gentlemen. Fly young, fly young. I'm a fly young gentleman. Fly young, fly young. Bye bye. You know, do it, man. Bye. So Leute, wir sind jetzt hier. Mann, ist es laut. Wir sind jetzt hier gut gelandet, wie man schwer nicht sehen kann. Also wie man auf jeden Fall sehen kann. Da ist das Flugzeug, der Flug war richtig, richtig geil. Ich habe so viele schöne Dinge aus dem Fenster sehen können. Einen Sonnenuntergang und verschiedene Wolkenhimmelbedeckungen und ganz viel, ganz, ganz viel tolles Zeug. Und ja, war ein sehr, sehr angenehmer Flug. War richtig gut. Ich bin super, super zufrieden. Und ich freue mich jetzt endlich nach Hause zu dürfen. Wenn ich denn jetzt nach Hause darf, weil das ist jetzt noch ein Problem, das wir noch so ein bisschen klären müssen. Wie kommen wir nach Hause? Weil manche von euch wissen es vielleicht, Bahnstreik und so weiter ist hier gerade voll das krasse Problem. Vielleicht nehmen wir einen Schienenersatzverkehr. Vielleicht fahren wir wieder über eine andere Station. Vielleicht fahren wir mit einem Ersatzbus-Dings, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt einfach mal schauen. Aber ich würde sagen, das ist nicht mehr euer Problem, sondern unser Problem. Denn ich mache mal den Vlog jetzt an dieser Stelle zu. Wir sind wieder in Deutschland, der Trip ist vorbei. Er war absolut grandios, aber das reicht dann jetzt auch schon wieder. Und deswegen würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren zur ganzen Aktion, zu den Vlogs und so weiter und so fort. Und zu dieser netten Frau, die mich jetzt hier weiter nach oben bringt, könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, einen Moment noch. Link natürlich unten in der Videobeschreibung, ne? Zu den Vlogs von Albrecht und zu Philipp. Das wollte ich noch sagen, aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.